Ja, liebe Freunde und Unterstützer der Hermann van Veen Stiftung, wir befinden uns hier in der Sylt-Klinik und ich betrete jetzt zuerst den Raum, den Aktion Kindertraum unterstützt hat und eingerichtet hat. Und dieser Raum ist für Kinder im Alter von, meine Damen, können Sie mir kurz sagen, für welche Altersklasse? Von 3 bis 5 Jahren. Genau. Und hier wird bereits fleißig gearbeitet. Und wenn Sie mal auf Sylt sind, laden wir Sie herzlich ein, einmal mal hierher zu kommen und sich das persönlich anzuschauen. Aktion Kindertraum, Geschäftsführerin ist Ute Friese, die auch Botschafterin der Hermann van Veen Stiftung ist. Und wir danken Ute schon seit vielen Jahren für die tolle Zusammenarbeit und Unterstützung. Und auf der rechten Seite finden wir jetzt das Mutfeld-Zimmer. Die Firma Mutfeld ist seit Jahren dabei, unterstützt uns großartig. Und dieses Zimmer ist für Kinder, die mittlerweile etwas älter sind. Sie sehen es an den Geräten, hier kann dann auch schon mal gekickert werden. Und es werden andere Spiele gemacht, Darts und sowas. Und es ist also wirklich wunderschön zu sehen, wie die krebskranken, leukämiekranken Kinder hier versorgt werden können und tagsüber zur Ruhe kommen und sich von ihrer schweren Therapie erholen können. Ich werfe auch gerne einen kurzen Blick nach draußen, weil sich dort das berühmte Piratenschiff von Lego befindet, das auch gesponsert worden ist, allerdings nicht von uns. Und die Kinder haben im Sommer die Möglichkeit, in diesem hier wunderbar zu spielen und das Leben zu genießen. Wir verlassen jetzt das Mutfeld-Zimmer und kommen zum Hermann van Veen-Zimmer. Und dort erwartet uns der Geschäftsführer der Sylt-Klinik, Ingo Mansen. Er geht gerade schon auf und ab. Und bevor wir ihn interviewen, werfen wir einen Blick in das Hermann van Veen-Zimmer. Zuerst natürlich auf das Schild. Und jetzt einen Rundblick durch dieses wunderschöne, helle, von vielen Fenstern eingerahmte Zimmer, in dem die Kinder von, Ingo, welchem Alter? Ja, dieser Raum ist für die Kleinsten, das heißt die 0- bis 2-Jährigen werden hier betreut. Das passiert in den Vormittagsstunden in Begleitung eines Elternteils und zwei Erzieherinnen. Und wenn die Kinder so langsam loslassen, dann können wir den Eltern auch ein bisschen mehr Freizeit verschaffen. Und das ist so der zentrale Bereich für unsere Kleinstkinderbetreuung. Und daran hängt dann auch, wie in den anderen Gruppenräumen auch jeweils, ein eigener Badbereich. Und der ist für diese Nütten natürlich ganz besonders niedlich gestaltet. Wenn Sie sich das mal anschauen möchten, dann haben wir hier so kleine süße Waschbecken in verschiedenen Höhen und das Highlight ist eigentlich natürlich der Wickeltisch und die kleine Badewanne, wo man sie auch mal abwaschen kann, wenn irgendwas schiefgegangen ist und die Mini-Toilette um die Ecke, das ist so wirklich das, was man immer vorzeigen kann und muss. Das ist ja ein Wahnsinn, diese Mini-Toilette. Ich halte mal meinen Fuß ins Bild. Also die Toilette ist ungefähr so groß wie mein Schuh. Hier können die Kleinsten der Kleinen schon mal üben, sich hygienisch zu verhalten. Ja, Ingo, wir unterstützen euch ja schon seit vielen Jahren, nicht nur was die Einrichtung dieses Raumes angeht, sondern auch mit Hilfe von Aktion Kindertraum, Ute Friese, auch beim therapeutischen Reiten. Was bringt das für dich, für euch? Das bringt sehr, sehr viel. Also das therapeutische Reiten ist ein Bestandteil unserer Therapie. Wir haben häufig Kinder, die aufgrund von Hirntumoren bewegungseingeschränkt oder unsicher sind, ataktisch, und da ist so eine eine Reittherapie ist da schon genau das Richtige, um den Kindern einfach wieder ein Körpergefühl zu vermitteln, und die profitieren unheimlich davon. Das machen wir mit einem externen Anbieter, weil wir uns keinen eigenen Reitstall hier leisten können und auch nicht dürfen aus hygienischen Gründen, und von daher ist das ein Angebot, was begrenzt ist für einige Kinder, aber sehr, sehr zielführend, und wir machen damit ganz tolle Erfahrungen. Das hört sich hervorragend an. Ich komme auch immer wieder gerne hierher, um die Fortschritte zu sehen. Ihr baut immer noch fleißig weiter. Was steht als nächstes an? Hier außerhalb oder innerhalb der Räumlichkeiten? Was plant ihr als nächstes? Oder was wird vielleicht auch sogar schon gebaut? Also wenn man hier direkt aus dem Fenster guckt, dann sieht man einen Anbau an das Haupthaus. Das ist mehr ein Funktionsbau jetzt. Da bauen wir unsere neue Küche rein, die heiße Seite. Das ist aus den 80er Jahren und muss dringend mal neu gemacht werden. Und dazu nutzen wir diesen Anbau. Im Erdgeschoss erweitern wir den Speisesaal, um Familien etwas mehr Ruhe zu geben in der Essenssituation. Das heißt, es wird etwas größer und entspannter. Und im Obergeschoss leisten wir uns dann auch noch einen Konferenzraum für unsere Dienstbesprechung. Und ja, da schließt sich jetzt eigentlich der Kreis, denn ich habe von dir gehört, dass Wolfram Kohns mit den Ehrlich Brassers hier waren und dass die bei dem nächsten Spendenmarathon am 19. November
wo wir auch als Hermann van Veen Stiftung in den letzten 2 Jahren sehr tätig waren, dass die dort ein größeres Projekt hier planen, um euch zu unterstützen. Und das ist natürlich großartig, dass so viele gute Aktionen und Organisationen zusammenarbeiten und euch zu unterstützen. Ja, auch das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Die Jungs waren hier und die sind total nett und freundlich gewesen. Also es war wirklich toll, haben sich ganz viel Zeit genommen und gezaubert für die Kids und sowas. War ein super toller Tag im Sommer. Und die Ehrlich Brothers stehen in erster Linie dann für unsere neue Lehrküche ein. Also wir bauen gerade für etwa, das kostet auch 80.000 Euro in Toto, mit Geräten und behindertengerecht ausgestattet, also höhenverstellbar und sowas. Da machen wir Lehrküche für Kinder, indem wir insbesondere Kinder an gesundere Kost gewöhnen wollen. Ihnen einfach mal klar machen, was ist Obst, wie bereite ich das zu und wie mache ich mir einen Obstsalat oder irgendwelche leckeren Kleinigkeiten für zwischendurch. Das ist so der Hintergrund. Natürlich auch die Ernährungsberatung für die Eltern und ein paar Schulungen oder Kochkurse haben wir dann auch für Kinder und Eltern. Ja, das ist ein wunderbares Schlusswort, Ingo. Du siehst, dass viele gute Organisationen euch unterstützen. Ihr gebt das zurück an die Kinder, die dann hoffentlich ein glücklicheres Leben führen, deren Eltern, die auch eine Therapie hier bekommen und die Geschwister, Kinder ebenfalls. Also hier gibt es ein Rundumprogramm und auch die Hermann van Veen Stiftung ist stolz, euch unterstützen zu können. Herzlichen Dank gegenseitig. Es ist eine Win-Win und wenn wir die Kinder dazu nehmen, eine Win-Win-Win-Situation. Genau, und dafür möchte ich mich auch ganz herzlich bei der Hermann van Veen Stiftung und allen Förderern und Freunden bedanken.